Ciao a tutti, heute habe ich mit euch mal vor, eine kleine schnelle Getränkenummer zu machen. Und zwar gibt es heute ein Negroni Sbagliato. Sbagliato heißt auf Italienisch falsch. So ganz falsch ist das Getränk nicht, denn es schmeckt auf jeden Fall gut. Und irgendwann hatte einer die glorreiche Idee, den klassischen Negroni, den wir übrigens auch schon als Video haben, abzuwandeln. Und ich kann euch nur sagen, das Getränk ist noch ein bisschen sommerlicher, ein bisschen leichter, weil eine Kernzutat durch Schaumwein oder Prosecco abgewandelt wurde. Und ich fange jetzt einfach mal an zu mischen. Es wird richtig gut. Was wir alles dafür brauchen: Campari, klar, die bittere Komponente bei einem Negroni-Getränk. Roten, süßen Wermut, auch der bleibt dabei, zu gleichen Teilen. Und dann füllen wir das Ganze mit Schaumwein auf. Ich nehme da heute Prosecco für. Am Ende mit einer Orangenscheibe garnieren das Ganze. Können wir direkt im Tumbler fertig machen. Also wirklich eine schnelle Nummer. Eis direkt in die Gläser, dafür habe ich hier meine dicken Eiswürfel, zack, zack. Dann jeweils gleiche Menge Campari in beide Gläser. 4 cl nehme ich dafür pro Tumbler. Als zweites natürlich wieder einen schönen roten Wermut. Also ich habe jetzt hier einen Manchino-Wermut, also auch ein Antica Formula oder ein Belsazar. Schmecken alle wirklich gut, passen da richtig gut. So achtet nur darauf, dass es wirklich eine süße Variante ist. Auch hier 4 cl pro Glas, Nummer 1 und Nummer 2. Und an Getränken fehlt jetzt nur noch der Schaumwein, hier ein leckerer Prosecco. Damit füllen wir das Ganze jetzt auf. Damit haben wir schon mal alle Getränke drin. Und jetzt fehlt nur noch das Obst, eine Orange. Diesmal machen wir es nicht so wie beim klassischen Negroni, dass wir uns die Zeste vornehmen. Wir nehmen diesmal hier wirklich eine komplette Scheibe und rühren einmal 10 bis 15 Sekunden und schon habt ihr ein Negroni Sbagliato. Der falsche Negroni, ein bisschen leichter, sicherlich auch ein Getränk, das noch mehr zu etwas wärmeren Tagen passt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich würde sagen, ich stoße auf jeden Fall jetzt schon mal mit Lisa an und mache den Geschmackstest für euch. Salute! Machen, oder? Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst ihr uns einen Daumen nach oben da, ein Abo, aber da verlasse ich mich auf euch, das habt ihr wahrscheinlich eh schon zum Großteil gemacht. Die Glocke abonnieren, dann kriegt ihr auch jedes Video mit und wie immer neue Rezeptvorschläge in die Kommentare, Feedback und alles, was euch sonst noch so einfällt. Wir freuen uns auf den nächsten Dreh. Ciao!